ist eine ganz tolle Veranstaltung, weil es hier um die Musiker selber geht, die oft hinter den Kulissen arbeiten und die keiner so richtig kennt. Und es ist wie so ein großes Klassentreffen. Ich erwarte mir einfach einen wunderschönen Abend. Es wird einfach, glaube ich, ein heimlicher Abend mit tatsächlich heute auch vielen Freunden hier. Das ist eine schöne Angelegenheit. Gilt als der netteste Preis in der Branche. Vor allem diese Idee der GEMA, dass wir stilübergreifend zusammen uns für gute Musik bemühen, das finde ich das Schönste. Heute Abend verleiht die GEMA den Deutschen Musikautorenpreis. Ein Preis, der zu einer Tradition geworden ist, ein besonderer Preis. Wir ehren Menschen, die im Daydreaming-Modus schön sinnlose Unnützlichkeiten geschaffen haben und gerade deshalb der Gesellschaft auch so viel Wertvolles gegeben haben. Die Jury hat entschieden, der Gewinner des Deutschen Musikautorenpreises 2015 in der Kategorie Text Rock Pop heißt Wolfgang Niedecken. Vielen Dank. Und das ehrt mich wirklich sehr, dass die Kollegen beschlossen haben, dass ich das kriege. Das ist toll. And the winner is des Deutschen Musikautorenpreises 2015 in Category Composition Hip-Hop, Farhad. GEMA unterstützt mich, mein Ding auf einen sehr unorthodoxen Weg zu machen. Das hier ist das erfolgreichste Werk. Tatsächlich hat mir die GEMA dieses Album ermöglicht. Also konnte ich weiterhin mit den Karpaiken hier Musik machen. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass wir eben in Zukunft auch noch Menschen haben, die Musik machen, wo es ja immer schwieriger wird, mit Musik zu überleben. Es ist nicht zuletzt wegen der GEMA aber auch noch möglich zu überleben. Und ich finde auch schön, dass das jetzt nicht nur um Chartsplatzierung und Verkaufszahlen geht, sondern dass es wirklich auch um, ich sage jetzt mal, die vielen kleineren Erfolge zu einem großen Erfolg führen. Alle drei Künstler und Künstler, Bands, Gelöde, Zeugs, haben es verdient, die Jagdtrophäe für die Komposition Pop mit nach Hause zu nehmen. Aber wie es bei der Jagd nun mal so ist, Hunger haben alle, die Beute gehört nur einem. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Mit 17 bin ich GEMA-Mitglied geworden, da haben wir ein eigenes Label gegründet. Und die GEMA ist so allgegenwärtig immer da gewesen. Und gibt mir auch eine künstlerische Freiheit daher, die ich sonst so nicht hätte. Und gerade deswegen ist die GEMA für uns Filmkomponisten extrem wichtig. Helmut Lachenmann ist so ein Hero für mich wie Jimi Hendrix. Es ist einfach nicht zu toppen. Ja? Und der kriegt heute sein Lebenswerk. Ich würde ihm 10 solcher Preise oder 1000 eigentlich übergeben. Erstmal danke ich der GEMA und ich danke einer mutigen, um nicht zu sagen waghalsigen, um nicht zu sagen leichtsinnigen Jury, die mir diesen Preis zuerkannt hat, denn wie mir mal mitgeteilt wurde, es könnte Gäste geben, die mit dieser Musik überhaupt nichts anfangen können. Try to like it und verabschiede mich.